Eins. Servus, wir sind's. Hat euch auch schon hier, jetzt bald noch einen Stress gekriegt mit euch. Na, ich hoffe, ihr seid alle fit und freut euch. Wir freuen uns auch, dass wir wieder bei euch sind. Wir haben voll was Süßes mitgebracht. Die Tina kann es ja vielleicht mal jetzt schon mal zeigen, bis die alle eintrutscheln, die süßen Schmetterlinge. Ich habe da mein Mobili draus gemacht. Und wenn ihr Interesse habt, dann schreibt es der Tina, die macht euch dann ein Komplettset draus. Und die können es auch natürlich auf die Blumen setzen. Die Tina hat schon wieder ruiniert. Meinen schönen Aufbau hat die ruiniert. Ja, da ist auch alles so voll. Von den Schmetterlingen haben wir euch jetzt auch noch mal ein Kurzvideo gemacht, darum haben wir ein bisschen den Stress. Aber da, wir müssen ja noch ein bisschen warten, bis die reintrutschen, oder? Ja, also die ersten sind schon da, die Simone, die Anna, die Heidi. Hi, Heidi. Hi, Ingrid. Also, wie gesagt, die ersten trudeln schon ein. Die trudeln schon ein. Ja. Ach, Simone, wir müssen dich ganz kurz was fragen. Hast du das Rundmail bekommen? Also, ich habe Donnerstag habe ich das Rundmail verschickt. Jetzt hat es uns nur ein bisschen gewundert. Dass sie noch nichts geriert hat drauf. Vielleicht ist es aber schief gelaufen. Es hat jetzt auch noch keiner geschrieben drauf. So, und auf jeden Fall gibt es die Schmetterlinge mit Pünktchen und hier mit Glitzerfilz. Also die Simone schreibt, ja, ist angekommen. Okay. Ihr könnt es natürlich auch kombinieren. Also die mit Pünktchen. Da hat da hast du einen gemacht, ja, ne? Genau. Mit Glitzer-Orange und Glitzer-Pünktchen kombiniert. So. Ich muss den jetzt einmal. Also, hallo Nicole, hallo Simone, hallo Belinda. Hallo, hallo, hallo. Ja, Simone, das mit den Schmetterlingen, genau. Schmetterlinge waren drauf, der Geldsack war, glaube ich, drauf und die Mäuschen, also die neuesten Sachen. Ist angekommen. Ja, ist dann sind wir ja schon beruhigt. Weil wir waren uns jetzt echt nicht sicher. Ich mach den jetzt einmal, blecker die Zunge. Hallo Iris, hallo Jeanette. So. Das sehen wir nicht, Peter. Hui, sagst du nicht? Nein. No. Das ist schlecht, wenn es ja nichts sagt. Dann mach ich das. Passt schon, Simone. Uns hat es nur gewundert, weil wirklich keine Resonanz zurückkam, ne? Ja, wir müssen halt aufhören, was Neues zu machen. Und Herrn Macher es genauso wie alle anderen. Jetzt habe ich meinen Postkartstift nicht mehr. Ach, komm, Moment. Den, glaube ich, habe ich schon einpackt. Den habe ich schon für daheim wieder einpackt. Hi, Monika. Dann holen wir ihn halt schnell. Uns pressiert es ja nicht. Wir haben jetzt halt schon umeinander da, was man noch alles zu machen kannten, und da wird man euch heute jetzt immer ein paar Sachen fragen, was du meinst, wenn man sowas machen dann, ob das Ding. Also folgendermaßen läuft es jetzt ab. Am 29. ist das nächste Video und da machen wir eine Muttertagsüberraschung. Also was ihr dann für euer Mama vielleicht basteln könnt zum Muttertag. Hi Conny. Und da habt ihr dann noch fast 2 Wochen bis zum Muttertag. Ja, also, genau. So, dass wir ein bisschen Zeit haben. Ja? Ich erkläre jetzt da nicht so viel bei den Schmetterlingen, ja, weil das ist so einfach. Wir machen, sollen wir eine mit Glitzer machen mal. Einen Glitzer und einen. Wichtig ist nur, dass das euch so hier liegt. Ja? Und am besten so rum, weil dann kann ich von der Seite anfangen. 50 cm Schnur und dann geht's los. Ganz schwieriges Gefädel. Rein, raus, rein, raus. Und wenn wir da unten rauskommen sind, gehen wir da oben wieder rein und da wieder raus. Hi Chrissy. Und da wieder rein und da wieder raus. So. Das ist das Ganze complicated. Ihr zieht jetzt den Faden so bis daher ungefähr. Und dann macht ihr da einen Knoten rein. Hi Alex. So, jetzt trudeln sie aber ein hier. He? Ja. Sie sehen sich gehabt, he? So wie wir. Wir haben auch schon gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir mal wieder Video machen. So, jetzt machen wir da einen Doppelknoten rein. Den könnt ihr ruhig ein bisschen fester ziehen, weil das zieht sich nachher eh wieder ein bisschen auf, sodass das richtig sauber beieinander ist. Schere? Vorhin hatten wir mal eine. Ja, ich sag dir, wo ist schon aufgerammt. Wir haben vorher noch schnell das Kurzvideo gemacht. Jetzt schneidet es aber nur den kurzen Stück vom Faden ab, nicht komplett. Und dann
der das erste Mal in Form bringen, die ganze Gaudi, so dass das sauber beieinander ist. Seht ihr, jetzt habt ihr oben die großen Flügel und unten die kleinen. Jetzt machen wir oben unseren Blecki darauf. So, ihr fädelt das so rum auf, dann brauchen wir noch ein paar Fühler. Zack, die Flakti, das Ganze wieder da in das Loch nahe. Ich habe jetzt extra was gemacht, was wirklich total easy ist für alle. Wie, jetzt sagt nur einer, ich kann nicht pedeln, hey. Sag's euch. Das mache ich mit Dreijährigen. Jetzt hört's auf. So, also das ist wirklich die easyste Variante, was es gibt. So, jetzt ziehen wir das schön rein. Ihr schaut aber, dass der Kopf da ein bisschen Luft hat. Ja, sonst macht er immer den Knacker hier. Ja, und dann brauchen wir jetzt einen Körper, dann machen wir jetzt den. Weil ihr könnt sie ja natürlich auch alle untereinander mischen, das ist total süß, finde ich. Wir stehen ja beim mittleren rein, da wieder raus, ihr könnt es ja beim untersten rein stehen, das spielt überhaupt keine Rolle, ihr könnt überhaupt nichts verkehrt machen. Dann ziehen wir das schön an, dann das letzte da reinstechen und dann das Ganze durch den Kopf nochmal durch, hinter die Flügel durchstechen und vorne wieder raus. So. Das war eine ganze Kunst. Dann richten wir das Ganze hin. Und wer jetzt mit den Heißkleber auch noch auf Kriegsfuß ist, der kann ihn auch gerne so lassen, weil der bleibt genauso wie er ist. Hi Belinda, ja, für einen Kinderworkshop optimal, wie gesagt. Super, also es geht wirklich total leicht. Ich habe den jetzt extra so gemacht, so Idioten sehe, wie es noch irgendwo geht. Also das kann man jetzt wirklich mit allem machen. Jetzt kennst du, wenn es wollt, wenn die Kinder spulen sollen damit, vielleicht da unten einen Tropfen Heißkleber aufmachen. Wenn jetzt der noch mag, dann können wir den Tropfen da hinmachen. Und dann könnt ihr es schön herstellen und dann kann der eigentlich schon fliegen. Ja? Dann könnt ihr jetzt sagen, okay, Der soll ja ein bisschen nach unten schauen oder nach oben. Wenn es nicht so hoch schauen lassen willst, dann könnt ihr auch da hinten jetzt mal einen Tropfen Kleber immer. Aber ansonsten ist der eigentlich so gut, wie er ist. Da hat die Petra ihr Mobile gebastelt. Ja? Und wenn sie so macht, das ist also das Leichteste, was es gibt. Ja? Dann haben wir ja unsere Geldsäckchen, die hat euch die Tina auch schon freigeschalten. Also bei mir ist da richtig Kohle drin, ja, nur einmal zur Sicht, ja, da oben kommen dann die fetten Scheine rein und da könnte man natürlich jetzt auch gut Schmetterling draufsetzen. Machen wir jetzt einfach mal, weil dann schneiden wir einfach den Faden da ab. Ja, Nicole, ich glaube, warte mal, Nicole, was ja, ich glaube, eine einfachere Fädelei haben wir jetzt noch nicht gehabt. Also wie gesagt, das sind ja wirklich 10 Stiche, ja, K15 Stich und das Ding ist fertig und dann aber wirklich nur einfache Stiche. Ja, und das dauert halt auch nicht lang. Also es geht auch relativ schnell und dann kann man ein bisschen zusammensuchen lassen, die Kiddies. Genau, und es sind ja für 6 Schmetterlinge jeweils im Set drin und wie gesagt, also... Ich weiß nicht, ob ich einen Strom habe. Ach, drum geht man heiß, wenn ich nicht und heiß, wie gesagt, da entweder man macht es so einfarbig oder halt dann wirklich kunterbunt gemischt, also da... Ist wirklich alles offen. Und in jedem Set sind dann 3 verschiedene Gesichter. Genau, du kannst ja die Sets nochmal sagen, ich würde das einmal wieder ordentlich machen. Genau. Das hat sie mich schon umgerissen. Ja, das bin nicht, hab's nicht. Blieb an mir hängen. So, ne, das sind die verschiedenen Pünktchen, Filze, da Hi Pam, da sind die Fühler, die Schnur ist dabei und dann, wie gesagt, von jedem Gesicht zweimal. Und wir können es alle untereinander kombinieren, tauschen. Und dann haben wir die gleichen Farben in Glitzer sozusagen. Und Blümchen haben sie natürlich auch. Genau, das sind immer noch so 2 so Blümchen. Genau, das sind immer noch 2 so Blümchen dabei. Das haben wir vergessen im Video, dass wir auch noch ein Blümchen drauf bauen. Genau, und die sind, kann man entweder so einen Kopf oder einen Körper oder wo auch immer hinkleben. Du hast da nichts gesagt, Tina. Ja, du hast alles so schön vorbereitet. Ja, und dann hat Blümchen vergessen im Video. Aber die kannst natürlich auch auf die Flügel kleben. Ich mache jetzt mal einen Glitzerflügel, weil dann kannst du ja das Video auch noch mit reinmachen. So. Ich glaube jetzt einfach von dem Glitzerset noch ein. Und dann könnt ihr auch. Es ist dann genug dabei, sind immer 2 pro Schmetterling dabei. Wenn ihr jetzt welche auf die Flügel,
drauf, dann macht halt einmal einen keinen auf den Kopf, sondern kriegt er nur auf die Flügel welche drauf. Also das kann man dann echt super machen. Man kann das jetzt auch rumspinnen und Strasssteine aufmachen. So, und dann setzen wir den rein. Zwischen der Kohle und den anderen da unten her vielleicht. Warte mal, der lilane auf der Blume da, ja. Das ist auch süß, gell? Wenn er so auf der Blume sitzt. So. Okay, die schon jetzt sagt bei ihr, werden heute die Kommentare nicht angezeigt. Was? Hast du vielleicht ausgeschalten? So. Jetzt toppen sie zwischen der Kohle, dann macht sie noch Geburtstagszahl drauf und schwappt sie wieder super geschenkt. Genau, perfekt. So, das war die Schmetterling-Geschichte. Also tschüss, bis in 3 Wochen. Na, das war nicht. Das war jetzt nur mal so, dass ich eigentlich mal ein bisschen schaffen kann. Ja? Also, weil wir haben ja noch Überraschungen, und zwar unsere Mausis. Und die Mausis, die haben jetzt einen Käse gekriegt. Und dann versuchen wir mal, dass ein Käse zusammenbauen. Und da habe ich jetzt auch für alle, die 2 linke Hände haben und nicht malen können, den Käse schon mal gelb gemacht. Ja, somit braucht es ja eigentlich keine Acrylfarben da dazu. Ich muss jetzt erst einmal da das reinbauen und das da reinbauen. So, und jetzt haben wir ein Unterteil und ein Oberteil. Wir nehmen jetzt erst das Unterteil hier und schauen, dass wir die da alle drüber bringen über diese Schlitze. Und ihr braucht auch keinen Kleber, Freunde, weil wir so genial sind, und das hält nämlich ohne Kleber, da kann man auch die Kohle wieder rausklauben. Irgendwie geht das so rum, darum passt das nicht. Also es geht immer in einer Richtung nur. Ja, vielleicht sollte man den Käse wirklich nur in einer Richtung anmalen, zuerst glasieren, aber nicht verkehrt zusammenbauen. So, also die Nicole meint, du meine Güte, wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist doch mal geschickt. Und jetzt die Frage der Fragen. Die Tina, die hat gemeint, wir könnten auch Tortenstückchen draus machen. Genau, so habe ich es mir gedacht, wenn man da ein bisschen so Art eine Torte anstutzt, oben vielleicht nur ein Loch, damit man Geldschein einrollen kann, so als Kerze. Und jetzt kommt natürlich, das ist ja ganz schwierig jetzt. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar für alle Düdis, die nicht so malbegabt sind. Ja. Nehmen wir unsere Aquarellbuntstifte und gehen hier und machen da auf der dunklen Kante erstmal ein bisschen orange. So. Und dann machen wir da hinten eine rote Linie, dass sich das noch ein bisschen absetzt. Und dann nehme ich einfach das nächste Gelb und kringel das so ein bisschen aus. Und dann nehme ich nochmal das helle Gelb und mache da vorne noch ein bisschen. Und dann nehme ich den Finger, mache einmal Spucke drauf und mache nur so. Das ist für alle die Easy-Way-Geschichte. Ja, danach, warte mal, wir machen mal noch ein, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Was sagen die jetzt wegen der Torte? Ja, doch. Also sie sind auch vom Käse begeistert. Und ich glaube, also die Alex meint auch, gute Idee, Torte. Also so als gesagt, Tortenstück, oder? Ist doch nicht verkehrt, wenn man so als Geldgeschenkaktion. So, und also wir machen am 29. wieder, haben wir gesagt gehabt. Ja. Und dann machen wir Muttertag. Ja? So, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt. Und wir haben uns dann überlegt, erstmal Geldgeschenke noch zu machen. Da können wir dann unsere neue Torte vielleicht auch schon bringen, wenn ihr wollt. Und natürlich noch eine kleine Überraschung, weil die haben wir auch schon im Pedo. So ein bisschen mit, also coole Geldgeschenke. Ja. Halt. Die Jeanette hat gesagt, sie hat sowas schon mal aus Modelliermasse gemacht und hat halt dann auch jedes Loch einen Geldschein oder so. Also da hat sie gesagt, da wäre der, und eine Maus drauf, da wäre der Käse zu der Zeit natürlich auch göttlich gekommen. Ja, gell. Also ich habe auch gedacht,
Ding, wir können es natürlich mit den Säckchen einmal. Warte mal, ich fahre mal das darüber. So, jetzt muss ich ganz kurz sagen, warte mal kurz, Nicole. Irgendwie ist aber die Rundung auf der falschen Seite, oder? Müsste die nicht oben und unten sein? Was ist auf der falschen Seite? Welche Rundung meinst du jetzt? Also diese Rundung geht natürlich nur auf die Seite. Auf die hintere Seite, also das passt schon. Täuscht jetzt vielleicht. Also genau, es sei denn, du meinst was anders, dann müsstest du es nochmal ein bisschen anders erklären, weil ich jetzt halt nicht genau weiß, was... Stimme gerade ab. Genau. Ich schaue jetzt nochmal. Hier rundum. Also, wie gesagt. So. Also ihr seht schon, das ist jetzt auch kein Hexenwerk und das geht auch relativ schnell und auch für die, die wo jetzt nicht so super Maler sind. Ja, mein Schwager wird dieses Jahr 50, meine Freundin 30, da brauche ich Geldgeschenke. Also die Jeanette ist offen für ganz viel Geldgeschenke. Ja, genau. Und also ich habe auch gedacht, da braucht man ja doch immer was. Geburtstage werden alle Jahr feiert, oder? Ach so, ja Simone, Nicole, genau, da ist eine leichte Rundung und hier ist eine leichte Rundung. Also wie gesagt, beim Ober- und Unterteil, falls du das jetzt gemeint hast. Hallo Angelika. So, Angelika, schau doch mal wieder zu. Soll ich mich? Ich zeig noch mal ganz kurz, um was es ursprünglich gegangen ist. Ging es ja um die Schmetterlinge. Wie gesagt, da gibt es dann auch ein Bastelvideo, das haben wir jetzt schon hochgeladen, ist jetzt aber noch nicht ganz beschriftet und und fertig. Also morgen ist es dann komplett da. Im Kasten. Und da, wie gesagt, kann man schöne Mobile draus machen oder auf die Blume setzen. Gibt's rechtzeitig zu eurer Bestellung. Genau, gibt es in Glitzer und in Pünktchen, kann man komplett untereinander kombinieren. Und da das so eine schnelle Fädelarbeit ist, haben wir jetzt noch unseren Mäusekäse dazu gebracht. Genau, hallo Susanne. Ich habe jetzt da oben auch noch ein bisschen Farbe drauf. Und da ist nicht einmal was. Bist du aber bei unten. Ah ja. Also ihr seht schon, es fällt nicht auseinander. Und man kann es halt dann jederzeit wieder auseinanderbauen, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt mit Acrylfarben bemalt, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Farbe das schon ein bisschen fester zusammenklebt. Ja? Aber ich habe es da auch vorher nicht geklebt. Ja, und da der Käse ja oben immer ein bisschen dunkler ist, machen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen so einen Rahmen. Hi Pam, ja, die Figuren auf dem Käse, das sind diese Mini-Mäuse. Die Mini-Mäuse, die hatten wir. Ja, super. Die haben wir, glaube ich, vor 3 Wochen. Haben wir die schon rein? Na, drin sind sie noch nicht lang, aber ich dachte, wir. Video ja, also, genau. Also, Video gibt es schon. Das Bastelvideo ist auch schon hochgeladen, sind auch schon im Online-Shop. Kann ich auch nachher noch eine zeigen, mein Zweig. Genau. Aber ich habe schon ganze Mäusekolonien. Genau, und da sind 6 so kleine Mäuschen drin. Also ihr seht schon, braucht es noch nicht einmal einen Pinsel nehmen. Nehmt ein bisschen Spucke drauf, erfahrt das ein bisschen und schon habt ihr dann einen schönen Rand dazu. Ja, das können wir jetzt da unten auch nochmal machen. Also da könnt ihr euch ja schon ein bisschen abspülen. Für die, die wo viel Zeit haben und nicht wissen, was treiben sollen. Ja, könnte man. Ja, da war die Pam. Kann man richtig schön bemalen eigentlich mit den Aquarellbuntstiften. Da ist es eigentlich eine coole Geschichte. Na, die Pam hat gesagt, da war sie noch übeltechnisch unterwegs. Ja, aber wie gesagt, die Mäuse sind jetzt ganz aktuell mit dem Geldsack. Käse, Schmetterlinge, ist alles jetzt schon im Online-Shop. Genau. Also, und. Katze, darf man dir schon sagen? Hä? Nein. Nein, ne? Die Sadri verraten wir noch. Ach so, ja, okay. Das ist halt dadurch, dass wir schon so viel schon so gemacht haben und schon ja, viel, ne, dann ist, weiß man immer nicht, was. Videos nicht mehr machen, so viele, und dann hortet sich das schon bei uns an. Aber jetzt habe ich noch eine coole Idee für den Sommer. Weil ja die Woche hat jemand in die Gruppe geschrieben gehabt wegen Erdbeer. Nur ein paar, Nicole, nur ein paar, weil die Nicole schreibt, ah, ihr habt Geheimnisse. Ja, nur so ein bisschen. Wegen den Erdbeergeschichten. Ich kann freilich Erdbeeren mit Gesichtel machen zum Hinstellen und das gibt's gar nicht. Aber wer stellt sie die denn hin? Ich finde immer Erdbeeren gern klar, schnuffig. So, mein Kiesel ist fertig. Passt. Passt.
Vaseline. So. Also, weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht. Was meint ihr? Wie schaut es aus? Haben mehrere Interesse an sowas oder sagt eher nie? Das muss man jetzt nicht. Also wir hatten ja früher mal so Blumenkinder aus Holz, die ja, die eine davon hat ja leicht ausgeschaut wie so ein Erdbeermännchen. Genau. Also den kannte man es eigentlich auch mal. Ich habe die zwei links auch mit dazu reingesetzt da in die Gruppe, dass ihr seht, von was wir überhaupt reden. Da könnt ihr mal schauen. Und wie gesagt, aber ich habe jetzt halt nur was ganz was anderes im Kopf. Also, wir könnten lustige kleine Ameisen machen. Die Nicole kommt mit dem Geräusch auch nicht klar. Du weißt nicht, warum das so blöd wird. So, jetzt hat es gut. So, jetzt hat es einen hellen Rand gekriegt. So. Auf die Seite. Also, die Mäuse, die werden im Prinzip genauso gefädelt wie die Hasen und die Hühner und... Und bei dem Käse, also da, wir haben den so lose und dann gibt es ihn auch noch als Set mit 3 Mäuschen, weil mehr wie 3 braucht man eigentlich nicht drauf machen. Das haben wir dann nochmal so als kleines Set. Also wer jetzt sagt, okay, ich hätte gerne den Käse. Mit Herzchen. Da haben wir, wie gesagt, das Set noch im Internet. Hi Jenny, dass wir den Käse mit 3 Mäuse, weil sonst sind ja 6 Mäuse im Set und das wäre dann nochmal so eine... So. Alternative für die, wo wirklich jetzt nur den Käse mit den 3 Mäuschen machen. Genau. Und ihr kennt ja immer nur so ein Schild davor mit hinbauen. Ja, ein paar Mäuse für dich. Oder ein paar Mäuse für euch gibt es ja auch dazu. Genau, wir haben dann ja auch als Schriftzug. Ne? Kann man jetzt auch drauf machen. Ja, also ich glaube, ich gucke eine. Ich meine, alternativ, wer jetzt das Filzzeug nicht so mag, wir haben auch verschiedene Holzmäuse, ja, die wo man eventuell dran draufkleben kann. Genau, die, wo so steht da, die ist ja auch super süß. Na. Also von daher, Auswahl ohne Ende. Hi Jenny, ich zeig dir nochmal unsere Schmetterlinge. So war es ja ursprünglich, ne? Also für heute die Schmetterlinge geplant. Die sind auch schon gebastelt worden, aber sind so einfach und so schnell, dass wir jetzt halt noch unser neues Käsestück mitgebastelt haben. So, die Linie. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich die hinsetze, weil dann mache ich da mal so einen Schriftzug drauf, dann haben wir das vielleicht. Na, 2 mit Herzchen auf der Seite da unten, oder? Ja, ja. Machen wir eine unten wieder hin. Ich glaube, das ist immer das Schönste. Einfach Tropfen Kleber und zack, die Flak, die Popos festgeklebt. Und ich finde, das ist jetzt genauso toll geworden, wie man es mit die... Auf jeden Fall. Also das nimmt sich wirklich nichts. Nee, das tat ich auch so. Also das ist echt super. Aber jetzt trotzdem, wissen wir immer noch nicht, ob wir jetzt das machen sollen. Ja, das ging dann ein bisschen wieder unter, auf jeden Fall. Genau, wir müssen jetzt wissen, wollen wir lieber... Das Bauernhaus in Sommeroptik machen und kleine Figuren dazu. Was weiß ich, andere Elfen, andere Trolle waren da die Arme gerne machen. Ja, also ich habe nur so viel im Kopf. Oder wir machen eben so wie jetzt hier am Fenster, wenn jetzt das so ist. Dann kann man jetzt auch ein paar Bäume dahinter machen. Und dann lassen wir zum Beispiel die Ameisenkolonie hier laufen und wir können Grashüpfer machen und irgendwelche lustigen, dicken Käfer, so kleine Mistkäferle. Also und da reden wir jetzt auch von Holzfiguren zum Hinstellen. Genau. Ne? Also. Also nichts zum Wedeln jetzt, sondern... Also Ameisen kommt schon mal bei der Jeanette ganz gut an. Daumen hoch. Weil ich habe gedacht, wenn er so eine Kolonie Ameisen lässt und jeder hat irgendwas in der Hand, der eine Blatt, der andere, was ich. So, die Nicole also Ameisen alles so an sich haben, keine Ahnung. Aber sowas habe ich mir gedacht, war bestimmt auch ja, voll. Also Pam ist auch Ameisen und Flip, also ein Grashüpfer.
Neue Trolle wäre jetzt auch noch was für Sie, aber also ja. Ja. Also ich glaube, das Ameisen- und Grashüpfer, dieses Wiesenkrabbelzeug kommt. So ist doch lustig einmal, oder? Dann haben wir mal wieder ganz was anderes und wieder neue Figuren. Und ja, aber jetzt Krabbelzeug dürft, ihr wisst ja, dass unser Krabbelzeug nicht eklig und Ding, also das sind ja dann zuckersüße Dinger. Genau, die müssen schon süß ausschauen, also eklig wollen wir nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Anna, das stand doch gar nicht zur Debatte. Ich hätte gerne neue Pferde. Boah. Die haben eine Rundung fährt. Das ist so, das geht gar nicht. Sag ich so gerne so. Ja? Was brauchst du denn? Ein Shetland-Pony? Ich mal noch ein Käse an. Ja, bis ihr euch entschieden habt. Ein Pony. Was wollen wir mit dem Pony? Marienkäfer und Schnecken. Ja, Schnecken haben wir ja eigentlich gar nicht. Marienkäfer haben wir auch schon. Schnecken gibt es schon 4 verschiedene. Aber ich kann ja die 57, ich habe eher gedacht so an neue Raupe und was sollen wir heute noch nicht haben, weil die anderen können wir ja mit einbauen. Natürlich können die es probieren, Nicole, weil die Nicole jetzt sagen, ich dann Katzen. Probieren kennt ihr ja alles. Wir sind ja da offen. Aber wenn ihr jetzt ein Ding, vielleicht könnt ihr eine WhatsApp-Gruppe mal schreiben, wie ihr das findet, ob man das machen soll, weil dann gibt man ja so alle paar Wochen wieder eine neue Figurenserie. Also jetzt hat halt die Ameisen zuerst und dann die Grashüpfer, so dass man halt immer was haben, so kleine Dioramen am Bauer damit. Das wird bestimmt lustig. Ja, also Ameise, Raupe, also wie gesagt, Grashüpfer, ja, das kommt gut an. Wir haben noch keinen Tausendfüßler. Ja, ich hätte halt lauter so Figuren gemacht, wie wo wir halt echt noch nicht haben. Die mir jetzt voll Spaß machen. Und wollte ja schon ewig mal Ameisen haben. Ich hab auch ne, du hast schon mal welche, ne? Mit Styroporkörper auch mal gemacht, ne? Die haben wir auch nicht rausgebracht, weil alle gesagt haben, wir wollen keine Ameisen. Die Angelika aber meint auch einen Tom, eine Katze zur Maus, Cherry, ja. Aber wie gesagt, Katzen haben wir ja, das ist ja jetzt erst 2 Jahre her, oder? Wo man die neuen Katzen raus. Da müssen wir uns ja nur mal überlegen. Eine Filzmaus. Eine Filzkatze. Eine Filzkatze. Ja, das können wir uns ja noch mal durch den Kopf gehen lassen. Da lasst euch mal überraschen. Ja? Also da könnten wir ja vielleicht noch mal drüber reden. Aber neue Ding machen wir nicht. Eine neue Holzkatze. Regenwurm, meint die Chrissy. Regenwurm? Ja, aber die müssen wir irgendwo rausschauen lassen. Eine Blaumeise über Zaun oder so. Eine Blaumeise? Aber kann man unsere Vögel nicht als Blaumeise malen? Die kann man also alles malen, muss man kein malen. Die Vogel. Also scheinbar wird gern alles angenommen. Das ist schon realistisch. Die wollen schon wieder alles haben, ja, oder? Alles und noch mehr, als wir überhaupt angeboten haben. Es ist aber auch immer wie verhext, oder? Kaum fragt man sie was. Genau, ne, da gibt es den kleinen Finger. Ne? So, ja, das ist super und das andere lassen wir jetzt mal. Nee. Dann noch 17 Sachen neu. Aber die andere schreibt, aber ich will ein Pferd. Wir haben ein Pferd, wir haben ein dickes Pferd. Ah. Also jetzt habe ich noch einen halben Käse fertig, jetzt machen wir Speiern. Das stimmt, Pam, wir haben ja gefragt, wir wollten es ja nicht anders. Ihr könnt langsam Tschüss sagen. Hast du hinten auch gezeigt, die Froschis? Ja, ich bin auf jeden Fall drüber geschwenkt, aber ich sage jetzt... Meine schönen Froschis-Ding, ihr könnt schon mal Tschüss sagen. Bis ich nochmal ins Froscheck. So süßes Froscheck, bin ich ganz verliebt in das. Hast du meine Leiter auch nochmal gezeigt? Ja, habe ich auch nochmal gezeigt. Ja, aber die muss nämlich jetzt abnehmen, weil die Oma braucht ein paar Pipi-Netze. Ja, aber die Hasis ziehen jetzt aus bei der Oma und dann braucht die Pipi-Netze. Oh, Jenny, ich hätte gern ein Dirndl zur Bierlederhose. Das haben wir schon mal probiert gehabt, ne? Ja, aber es ist wahnsinnig aufwendig und ist zu teuer. Also ich habe mal eins gestrickt. Oder gestrickt. Gestrickt, glaube ich, war das damals, ja. Das habe ich, glaube ich, erst die Woche irgendwo liegen. Also
Da kann ich dir mal ein Foto schicken dafür, aber da brauchst du dann auch wieder Stoff dazu und alles. Also das ist ein, das wird einfach zu teuer, darum haben wir es nie gemacht. Ja? Aber ansonsten, wir sehen uns am 29. Ihr Süßen. Ja? Wir wünschen euch schöne Zeit bis dahin und wir lassen uns was einfallen. Okay, ciao. Ciao.